Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Stronghold. Wir gehen zur Wirtschaftsmission Der Wald. Dieser alte Wald ist dem Tode geweiht, doch seine Majestät benötigt mehr Waffen. Euch bleibt nur begrenzte Zeit, sie zu liefern. Ja, das sieht nach einer extrem coolen Karte aus, muss ich zugeben. Also, wie ich es richtig sehe, bis auf Eisen, ausnahmsweise mal kein Mangel an irgendwas. Aber wahrscheinlich werden wir genau Eisen brauchen, ist meine Vermutung. Mal gucken. Ja, okay. Wobei, nee, brauchen wir nicht. Piken sind ja auch mit Holz. Also wir brauchen Holz, Holz, Holz und Holz. Nur Holz. Es ist nur Holz. Nice. Das, was wir haben. Dieser alte Wald ist dem Tode geweiht und wir haben Zeit. Schön, dann machen wir das. Ganz kurz in die Zeit runterschrauben. Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ja, weißt du was? Wir setzen die einfach dahin, wo am meisten Grünfläche zur Verfügung steht gerade. Weil ich glaube, da könnte es ein bisschen kritisch werden. Ich würde meinen Bergfried irgendwo hier zwischenknallen. Wenn ich einen Platz finde. Wobei, wahrscheinlich haben die das genau so gebaut, dass man es gerade nirgendwo hinbauen kann, ne? Das wäre schon frech. Weil ich meine, hier ist obvious, aber da will ich nicht hinbauen, weil... Naja, ne? Da würde ich am liebsten ja dann die Plantagen hinsetzen. Oh, das war ganz schön große Karte, krass. Hier ist auch ein schöner Punkt. Ah, das ist ein guter Punkt, oder? Platziert euren Kornspeicher, Sire. Das ist eine Ruine. Schön. Oh, es war schon ein Stück weit weg. Na, die Karte ist riesig, krass. Naja, gut. Dann machen wir direkt Holzfäller hier nebenhin. Das haben wir noch nie gemacht. Und wir machen direkt die Holzfäller neben unserem Bergfried. Das ist noch was Ihr Neues. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, 5, my lord. 6, 7, 8. 9 und 10. Dann machen wir direkt einen davon. Ihr könnt das nicht dort platzieren, und mein Lord. Wir können kein Holz kaufen. Wir können Holz kaufen. Okay, das ist unerwartet. Bin ich ehrlich. Wir können nur Nahrung und Holz, ne? Und Bier. Bier geht auch. Okay, dann gehen wir ganz kurz direkt Nahrung machen. Ah, ihr Schweine. Das ändert natürlich einiges, bin ich ehrlich. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Weiß ich. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay, ich dachte eigentlich, wir können da Plantagen hinsetzen, aber wenn nur Äpfel gehen, das ändert natürlich dann tatsächlich von Ressourcenvielfalt her einiges ab von dem, was ich eigentlich geplant hatte. Wir benötigen Holz. Oh ja, hoppala. Kommt ja gerade, ist kein Problem. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das ist aber okay. Wir haben ja genug Platz für Plantagen, also für Apfelplantagen, so Apfelbäume. Das passt. Hätte ich da vielleicht nicht den Marktplatz hinsetzen sollen, ne? Mach es auch egal. Das ist nicht so schlimm. Okay. Ansonsten ist es auch nicht ganz so notwendig, wenn wir jetzt da irgendwie ein, zwei zu wenig haben. Das stört schon nicht. Dann können wir uns das einfach kaufen. Kleine andere Frage. Stein so geht nicht. Es geht nur Holz und Nahrung. Ne? Also Gebäude bauen ist hier generell eher schwierig, wenn ich das richtig sehe. Also es geht wirklich nur darum, Holz zu holen. Dann würde ich das Ganze sogar noch anders angehen. Pass auf, dann machen wir hier. Zeit haben wir mehr als genug. Dann gehe ich hin. Gold. Und mach nur Holz. Holz ist zwar nicht teuer, aber die Masse ist teuer. Oh, das ist ja richtig dumm, jetzt wegen dem Baum da. Hm. Das ist jetzt ja nicht so gut. Egal. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. 4, 8, 9, 10... Machen wir auch noch mal zwei Stück hier hin, dann haben es wir da auch 10. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das weiß ich. So, jetzt haben wir hier nämlich 10, 20 und noch 12 übrig. Und von diesen 12 können wir uns dann erstens die Plantagen hier besetzen. Nicht das. Wir haben nämlich 1, 2... 3, 4, 5 davon. Eine Botschaft von eurem Informanten.
In der Burg gibt's keine Brunnen, my Lord. Ja, das habe ich mir schon gedacht, als ich die Brunnen gesehen hatte. Wir benötigen Gold. Aber da brauche ich halt erstmal Geld für. Das ist kein Problem. Das kriegen wir relativ einfach hin. Nutzen wir das mal ganz kurz für zwei Brunnen. Einen bei den Holzfällern, einen bei den Holzfällern. Das ist in Ordnung. Ach nee, ist der Kornspeicher da oben. Oh, schwinden dahin, euer Gnaden. Oh, das geht aber, Kumpel. Solange wir nicht das negativ sind hier, passt das alles. Und ich kann im Notfall auch noch Nahrung kaufen. Also so schlimm ist jetzt nicht. Was ist denn am günstigsten? Das kostet 40, 40, 40, 4, ist egal. Okay. Dann könnten wir zum Beispiel hingehen und hier schon mal Käse kaufen. Ja, sowas könnte man den ganzen Tag machen dann. Ansonsten halt nur Holz verkaufen. Hilft leider nichts. Wir können am Anfang auch erstmal Nahrung verkaufen. Das macht keinen Sinn. Ja, dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. Und speichern eben. Und speichern. Das wirkt wie eine relativ einfache Mission, ehrlich gesagt. Wir benötigen Gold. Ja, das weiß ich. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Dann machen wir ganz kurz hier Steuern auf. Machen wir mal so moderate Steuern ganz kurz. Wir benötigen Gold. Wir benötigen mehr Gold. Ich weiß, was soll ich denn machen? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, Holz verkaufen. Das ist schon mal genug für... Wir benötigen Holz. Den hier. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Das weiß ich. Aber die sind auch gleich da. Eine Waffenkammer, die setzen wir hier hin. Wir benötigen Gold. Zack. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, dann können wir noch ein bisschen Holz verkaufen, weil wir haben so unendlich viel. Direkt den nächsten Pikenmacher. Ihr könnt das nicht dort platzieren. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Siehst du, wie gut es läuft? Eine sehr entspannte Mission. Wirkt zumindest so. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Nahrung sieht auch ganz gut aus. Eure Beliebtheit sinkt. Das ist kein Problem mit der Beliebtheit. Wir benötigen mehr Holz. Es sind keine Arbeit. So, es müsste eigentlich reichen, oder? Wir machen trotzdem noch ein, zwei Gebäude dazu. Wir benötigen Gold. Wir haben jetzt beides jeweils zweimal. Oh, ich habe eine Sache nicht ganz bedacht. Ich brauche ja noch mehr Platz da drin. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht verkacke. Ich mach mal ganz kurz den Marktplatz woanders hin. Weil das wäre ärgerlich, wenn das dann nachher deswegen schief geht. Eine Botschaft von eurem Informanten. Das ist kein Problem. Das kriegen die schon hin. Oder? Okay. In einem Wald ist ein Feuer natürlich ein bisschen ungünstig, muss ich zugeben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsvorräte. Wachsen stetig, Sire. Ist nicht ganz optimal, bin ich ehrlich. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Ja, ist kein Problem. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Sind einfach alle dran gestorben, ne? Perfekt. Ein Klassiker mal wieder. Aber ist kein Ding, das passiert. Es kommen Leute zur Burg. Im Gegenteil, es könnte sogar ein Vorteil sein, weil ich glaube, unser Lager könnte jetzt hier erweitert werden. Ah, wobei, warte mal. Ja, top. Dann passt doch schon. Wir haben alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Ja, okay, Wölfe, muss ich zugeben, habe ich nicht ganz bedacht. Das ist natürlich ärgerlich mit den Wölfen. Wo bauen wir denn jetzt das Ding hier hin? Ja, ich sag mal so, ne? Das ist jetzt ungünstig. Passt das hier oben irgendwo hin? Wölfe greifen an, my lord! Ja, ich weiß. Also viele Waffen habt ihr noch nicht gemacht, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein bisschen enttäuscht. Von der Anzahl einfach her. Aber die sind auch alle tot, also. Naja. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein wirklich gerechtes. Der ist halb rippt, perfekt. Ich kann auch keine Bogenschützen hinstellen, müsste ich eigentlich einen Turm bauen, aber. Sire,
Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Okay, das ist natürlich ein heftiger Punkt. Ich darf keine Holztürme bauen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Darf ich nicht? Warum? Muss ich dafür eine Mauer haben? Ja, ne? Ich glaube, das war der Punkt, ne? Ja. Dann machen wir es nämlich so. Es werden Rekruten benötigt sein. Immer noch? Ah, ich habe zu wenig Platz, ja, hoppala. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, schwinden dahin, euer Gnaden. Das ist gar kein Problem. Ihr habt nicht genügend Gold. Das weiß ich. Unsere Schatzkammer leert sich. So, kaufen wir ganz kurz ein bisschen Nahrung davon ein. Müssen wir ja leider. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Dann machen wir da zumindest 5 Bogenschützen drauf für die Wölfe, weißt du? Mein Bogen ist euer. So, dann können wir noch ein bisschen mehr Waffenproduktion machen jetzt. So, nochmal 2 neue Bogen rein. Wir benötigen Holz. Ich weiß. Mehr Holz bitte, Jungs. Mein Gott, kommt aber auch viel Holz rein, ey, ne? Ja, du hast durchgehend dieses Holzgeräusch. Du. So, gleich haben wir die ganzen Piken fertig. Die Lanzen, wie auch immer. Bin zur Stelle, mein Herr. In Bewegung. So, einen Bogenschützen hätte ich gerne noch. Dann können wir da gleich ein bisschen weniger machen. Die Nahrungs... Oh, halbe Zeit rum. Ich muss zugeben, das ist doch ein bisschen knapper bemessen. Aber irgendwie arbeiten die auch ganz schön langsam, die Waffenarbeiter, oder? Bilde ich mir das ein? Können wir die hier ein bisschen mehr arbeiten lassen? Ja, ne? Aber wobei, die Beliebtheit brauche ich schon ganz kurz. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Machen wir mal weg, dann haben wir jetzt hier wieder plus 1. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. So, 5 Bogenschützen sollte reichen. Alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Diese Nachrichten, die man da kriegt, diese Wölfe, die Kühe und so weiter, die sind irgendwie immer extrem laut im Vergleich zum restlichen Spiel. Von wo kommen sie denn? Oh, das sind aber ein paar viele mehr, als ich gedacht hätte. Da müssten 5 Bogenschützen eigentlich trotzdem schaffen. Wölfe greifen an, my lord. Siehste, gar kein Problem. 5 kleine Scharfschützen auf den Turm gestellt und schon geht das alles klar. Sehr schön. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Das ist natürlich ärgerlich. Ihr seid zu gütig, my lord. Das Volk ist sich euer nicht. Oh shit! Ihr habt nicht genügend Gold. Der hat gar nichts gesagt. Gar nichts gesagt, hat er. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, Nahrung ist natürlich ein bisschen asozial. Es kommen Leute zur Burg. Ihr habt nicht genügend Gold. Schwierig. Unsere Schatzkammer leert sich. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, okay. Ist doch ein bisschen knapp. Scheiße. Die können die Bäume auch nicht fällen, ne? Die können nur die Bäume fällen, die gut sind, ne? Scheiße. Aber die arbeiten echt langsamer jetzt, ohne Scheiß. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, habe ich gehört. Aber was soll ich machen? Ich habe halt kein Gold. Wobei, ich könnte Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Den machen. Und dann 2 verschiedene Nahrungsmittel einkaufen. Ihr habt nicht genügend Gold. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Zumindest kurz. Ihr habt nicht genügend Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, es gibt halt Minus. Ich müsste eigentlich Bier machen, um das auszugleichen mit der Nahrung. Aber ich wüsste halt nicht, wo ich das hinsetzen soll. Ich meine, jetzt kann ich es natürlich da hinsetzen, theoretisch, aber sind sehr knapp, den Sire. Umschwung habe ich leider zu wenig mitbekommen. Wieso denn negativ? Das Volk ist sich euer so. Nicht sicher, Sire. Mein Fehler. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire.
Excuse me, ich weiß, das habe ich nicht ganz bedacht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich weiß. Wie sieht das jetzt langsam hier aus mit Waffen? Weil irgendwie seid ihr echt langsam, jetzt mal ohne Scheiß. Es kommen Leute zur Burg. Es geht quasi nur um die Nahrung. Eigentlich ist der ganze Rest egal. Ja, und die schaffen das wahrscheinlich zeitlich nicht, ne? Ist ja typisch. Ach ja. Ansonsten vielleicht weniger Holzfäller, dafür viel mehr davon, damit die nicht so viel Nahrung verbrauchen. Also Bevölkerung quasi klein halten. Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, weiß ich. Ihr habt nicht genügend Gold. Aber da kommt noch gerade sehr wenig Holz rein. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Tja. Okay, müssen wir halt gucken, was wir noch ein bisschen mehr Nahrung kriegen. Ich hatte diesen Umschwung zu mehr Nahrung, muss man sobald es hier wirklich direkt Platz ist. Da muss man sofort drauf umsteigen, glaube ich. Das hätte ich viel, wir viel früher machen müssen. Keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ich weiß. Ihr habt nicht genügend Gold. Nein, nicht alles. Danke. Ein Gold, echt jetzt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. So, stellen wir schon ein bisschen auf Armbrüste. Das geht mich langsam hier ganz gut. Aber sind immer noch zu langsam, ne? Gefühlt. Schade. Na, vielleicht reicht's, vielleicht nicht. Mal gucken. Wenn's nicht reicht, ist halt auch dumm gelaufen dann. Alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Alter, sind das viele. Alles klar. Ja, müssen die ja wissen, ne? Also 5 Bogenschützen brauchst du auf jeden Fall. Ich hatte schon das Minimum, was du machen darfst. Wölfe greifen an, my lord. Der ist RIP, schade. Ja, aber so reicht's. Mit 5 Bogenschützen hast du auf jeden Fall genug. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Nice. Guter Holzfäller. Die Leute sorgen sich wegen des Wolfrudels, my lord. Ja. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Das habe ich gemerkt. Gnaden. Was soll ich machen? Noch chillt ein Arbeiter rum, ne? Wir benötigen Holz. Hä? Ach so. Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine. Das ist jetzt ja ungünstig. Hallo. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich konnte ihn nicht anklicken. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Nicht der. Packen die das? Ah, die Armbrüste werden knapp, glaube ich. Ah, ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Die Äpfel reichen wenigstens jetzt einigermaßen. Eine Botschaft von das ist schlecht. Ich sag mal so, das Feuer ist sehr ungünstig jetzt. Scheiße. Ja, und damit haben wir verloren. Wegen dem Feuer. Das ist jetzt ärgerlich. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wenn die kaputt gehen, habe ich verkackt. Habe ich jetzt schon. Schade. Ja, dann fangen wir neu an. Wir speichern mal ganz kurz, was das vielleicht dann noch irgendwie ganz gut ist. Fangen wir neu an. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Komm, wir setzen einfach hier oben rein, ist ja egal. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, Kornspeicher setzen wir irgendwie hier hinten hin. Dann machen wir direkt hier Plantagen rein. Schön nah dazu. Ah, die haben auch echt drauf gut drauf geachtet, dass man hier nirgendwo eine Apfelplantage reinkriegt, ne? Na, schon frech. Gemeiner Mapper. Aber hat echt gute Arbeit geleistet, holy shit. Hier sind wirklich immer so einzelne kleine Miniblöcke nur übrig.
Ja, machen wir schon mal ein paar. Machen wir 8 Holzfäller. Drei sollten davon locker reichen. Und dann 1, 2, 3. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, passt. Dann haben wir genau ein Holz noch übrig. Siehste, perfekt, sehr schön. Und dann können die jetzt hier schon mal anfangen, über zu arbeiten. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Noch haben wir wenig Einwohner. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Dann gehen wir hin, erhöhen das. Keine Veränderung in der Schatzkammer, unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Das haben wir nämlich plus minus null bei den beiden hier, weißt du? Jetzt sind die Apfelplantagen noch ein bisschen besser. Ich speichere es einfach nochmal hier. Komm, ist egal. Passt schon. Dann machen wir eine Hütte. So. Wir haben 1, 2, 3, 4 davon. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ich weiß. Geht hier noch irgendwo einer hin? Der nicht so weit weg ist. Das wäre wichtig. Ich habe mich gerade mal 4, ne? Oder? Ich habe hier 1, 2. 3, 4. Ist nicht so viel. Könnte ruhig ein Stück mehr sein. Na, ist egal. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, ist doch nicht so schlimm, dass sie verschwinden. Fünf. Kann ich die Ruinen wegmachen? Oh. Na, da dran gedacht. Frechheit. Na, ist nicht so schlimm, haben wir sie abgerissen. Ist einfach ästhetisch jetzt für die Umgebung. Ohne die Ruine. Mist. Tja, das hilft nichts. Da muss ich leider trotzdem noch einzelne Brunnenarbeiter machen. Hilft leider gar nichts. So. Dann verkaufen wir ganz kurz ein bisschen Holz. Und machen uns direkt 2 Bogner. Oder Pfeilmacher, sorry. So. Die Waffenkammer setzen wir natürlich hier direkt dahin. Das ist nicht dein Ernst. Kann natürlich nirgends mehr weiter. Ich dachte, da ist wenigstens ein bisschen Platz. Aber nee, da ist ja irgendwie so ein... Was auch immer das sein soll. Was ist das da? Soll das irgendwie ein Stein darstellen oder so? So ein kleiner Mini-Felsen? Könnt ihr nicht einfach wegrollen oder so? Also Leute. Dann halt hier hin. Da passen 3 Stück hin. Das sollte passen. Ja, müssten die eigentlich hinkriegen. Das müsste da reinpassen, locker. Dann machen wir unseren... Ja. Den setzen wir... dahin. Eine Botschaft von eurem Informanten. In der Burg ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, dumm gelaufen. Schade um die Apfelplantage. Das ist aber okay, wenn es nur da ausbricht. Da habe ich nichts gegen. Geh aus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Hä, nicht? Wir haben 8 Holzfäller. 1, 2, 3, 4, 5 Obstgärten. Und 2 davon. Und ein Brunnen. Ah ne, 2 Brunnen habe ich. Ah ja, genau. Um eine Person geht's nicht. Dann machen wir noch eine Hütte. Die setzen wir auf den Berg hier oben hin. Ist egal. Und dann machen wir direkt schon mal einen Pikenmacher. Alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord.
Dann sollen sie rumheulen. Es ist mir doch komplett egal, ob sie sich fürchten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Wölfe greifen an, my lord. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Nee, jetzt nicht abstechen. Oh, ist doch okay. Geht. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, weiß ich, aber geht noch. Zack, ein Türmchen. Das ist okay. Bin zur Stelle. Das sind schon mal drei Bogenschützen, die wir haben. Glaube ich. Ja. Ja. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Zwei machen wir noch, dann war die fünf, die zu defensiv auf jeden Fall da sind. Sire, Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Das ist gar nicht so schlecht, Kumpel. Zack. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my love. So. Dann können wir nicht viel mehr Apfelplantagen machen. Das ist gar kein Problem. Im Gegenteil, das hilft mir gerade sogar. Und diesen Umschwung meinte ich ja, den muss ich mitnehmen. Weil dadurch brauche ich halt nicht Zeug kaufen, sondern kann es eher in Waffenproduktion reinstecken. Und dann ist das alles viel entspannter für uns. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Frage ist, wo passt hier noch einer hin? Sehr gut, mit einem Wald. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das ist kein Problem, ich mach gleich welche. Es sind genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, jetzt haben wir genug Apfelplantagen, dass wir eigentlich überleben müssen, unsere oder? Unsere Lebensmittelvorräte, unsere Goldvorräte wachsen stetig. Das Volk hat eine hohe Meinung. Das sollte passen. Euch, my Lord. Und dann können wir jetzt noch von dem übrigen Holz immer verkaufen und sowas. Dann machen wir jetzt hier noch einen Bogen da oben hin. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Noch einen davon und eine Hütte. Das müsste rein in der Theorie eigentlich reichen. Bin zur Stelle. Einen Bogenschützen noch. Wir benötigen mehr Gold. Wir benötigen mehr Gold. Ach so, da war ja ein Problem. Ich erinnere mich. Gar kein Problem, wir haben genug Gold. Siehst du? Passt. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist mein euer. Herr. So, bitte in mal da hoch. Bewegung. Eure und Befehle? Da haben wir fünf Bogenschützen, das ist abgesichert. Und jetzt können wir in die Produktion richtig rangehen. Und speichern. So, dann machen wir hier noch einen Pikenmacher. Noch einen Pikenmacher. Ich hätte am liebsten fünf von jedem jeweils. Wobei, ich war ich hatte noch sechs übrig, ne? Dann habe ich jetzt theoretischerweise noch vier übrig, wenn ich jetzt richtig sehe, ne? Da müssten wir einer von beiden machen können, müsste es aber eigentlich mit den Bevölkerungsdingern hinhauen. Wir benötigen Gold. Ja, siehst du, sind sogar noch zwei übrig. Ja, siehst du, passt doch perfekt. Optimal. Und die setzen wir irgendwie da woanders. Na, wobei, ist scheißegal, komm. Wir haben alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, my Lord. Wir benötigen Gold. Und die treffen hier nicht, die Bogenschützen. Stark. Wölfe greifen an, my Lord. Aber guck mal, schon geht es mit den Äpfeln ganz gut hier, siehst du? Sehr schön. Das ist auch gut. Haben wir da jetzt genug? Wir benötigen Gold. Da auch genug? Wir benötigen Gold. Achso, ja, mein Gott, halt doch die Klappe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einen fehlt noch. Ja, doch. Haben wir jetzt genug. Oh, lol. Sehr schön. Das funktioniert. Und speichern. So. Nächstes Problem ist natürlich das Feuer. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen auseinanderzubauen, aber ich will die auch nicht zu weit wegbauen, weil sonst dauert es mit der Produktion zu lange. Aber im Vergleich zu vorher sind wir jetzt schon deutlich besser. Ich habe zwar viel zu viele Lanzen gemacht, aber deshalb so wild. Besser zu viel als zu wenig. Ja, jetzt werden die alle umgebracht, da ist natürlich typisch. Bin zur Stelle. Ja, den einen Wolf, den können wir ignorieren. Rücken aus. Sind auf dem Weg. So ist gut, jetzt stehen die vernünftig. Nochmal speichern. Und speichern. Sehr schön.
Ich hab's mit Holz wieder gerade übertrieben im ersten Versuch. Ich denke mal, das wäre nicht, war nicht gut. Naja. Ja, Piken kommen. Die Bögen brauchen wohl noch ein Stückchen länger anscheinend. Da müssten wir eigentlich gegenarbeiten. Wölfe greifen an, unsere Lebensmittelvorräte schon wieder wachsen, Sire. Langsam werden die aber penetrant. Ja. Wo denn? Eure Beliebtheit steigt. Ach, jetzt kommen die von rechts, ja. Was? Ah, ne, ist noch der eine Wolf, der übrig ist. Ja, dann ist nicht so schlimm. Okay, die Bögen kommen jetzt gerade rein. Der produziert und die holen sich noch Holz. Deswegen sind die langsamer, weil die sich ja zwei Holz holen, stimmt. Das vergesse ich immer. Dann müssten wir, sobald die fertig sind, aber genug Bögen haben eigentlich. Wir könnten mal einen davon austauschen. Den da zum Beispiel. Stattdessen den hier nehmen. Und der fängt schon mit Armbrüsten an. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, Armbrüste. Der macht gerade einen Bogen. Ich warte ganz kurz, da kommt der letzte Bogen. Das heißt, du kannst schon auf Armbrüste umsteigen. Passt. Könnt ihr diesen Kackwolf jetzt mal umbringen? Danke, Holzfäller. Bogenschützen bereit. Heieiei. So, da müsste das eigentlich auch hinhauen. Da könnte man sogar noch einen umtauschen von denen. So, noch ein Bogner. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Weil das hier geht locker. Dann machen wir, sobald der es abgegeben hat, auch noch eine Bognerei draus. Oder aus dem hier, weil der ist näher dran. Weil die Piken schaffen wir auf jeden Fall. So, das weg. In diesem Gebäude gibt es keine Armbrüste. Arbeit, Sire. Ich guck vor allem immer hier auf die Zeit, wo die da oben steht. Das ist eigentlich auch dumm, ne? Aber ist trotzdem knapp. Krass. Aber die Nahrung, das ist halt, glaube ich, der wichtige Punkt. Sobald die Dürre kommt, sofort Apfelplantagen hinkleistern, dann ist das Ganze auch entspannt eigentlich. Ich muss jetzt nur noch hoffen, dass die Armbrüste rechtzeitig fertig werden, aber es müsste eigentlich funktionieren. Wir haben 7 Stück. Das sollte klappen. Alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Ja, passiert, ne? Da kommen sie! Wölfe greifen an, my lord! Oh, da kommt das Kartoffel-Aim. Ah, oh, reicht aber. Mein Bogen ist euer. Ah, der hat Leben verloren. Der wurde ein bisschen eure gebissen. Eure Beliebtheit sinkt. Hä, hey, warum? Achso, Wolfsangriff, ja, ja. Meinung von euch, my lord. Mein Gott, ist egal, passiert. So, genug Lanzen haben wir jetzt. Piken, wie auch immer. Dann machen wir den jetzt weg. So. Ja. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Mehr der Armbrüste. So, die letzte Pike kommt, dann machen wir den auch noch zum Armbrustschützenhersteller. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wobei ich den ja den Wicht müssen blockieren, damit müssen wir dann oben rumlaufen. Nachher ist eigentlich auch egal. Die 3 Meter da. Ja, nur noch ein paar Armbrüste. Und die Zeit ist fast rum. Und Speicher. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal so ein Riesenfeuer und das verkacke ich dann deswegen. Wäre eure ärgerlich. Die Lichtheit steigt. Also die brauchen schon ganz schön lange für Armbrüste, oder fülle ich mir das ein? Ich habe auf Geschwindigkeit 90, dürfen wir auch davon nicht vergessen. Eine Botschaft von den Informanten. Ah, es geht auch von der Position her. Das ist okay. Alter, ist die Apfelplantage schnell kaputt. Oha. Na, die laufen durchs Feuer durch. Ja, smart, Jungs. Das ist schon klug. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Ja, wenn die da oben müssen verbrennen, ist nicht so schlimm. Solange die hier unten weiter arbeiten, das ist dann hier oben egal. Da habe ich im Feuer jetzt ein bisschen Glück gehabt, muss ich zugeben. Das hätte uns schon mehr erwischen können. So, da kommt jetzt die letzte Armbrust gleich. Der Typ hat die letzte. Oder er hat die letzte.
Er hat die letzte. Die Leute sorgen sich wegen des Wolfrudels, my lord. Ah, ne, hat er nicht mal gehabt, das war ein anderer. Tja. Perfekt. Sieg! Ja, bin ich ehrlich, ist eine Kackmission. Ist zwar irgendwie okay, aber die ist schon eine sehr langweilige und nervige Mission, muss ich zugeben. Aber ein großer Vorteil? Du hast nicht 10 Millionen Nachrichten. Du musst ganz dringend aufpassen. Wir haben Käfer, die Hasen, die Wölfe, die Bären, die Kühe verrotten. Das hast du, Angriff. Ne? Das hast du diesmal nicht gehabt. Fand ich gut. Cool. War aber trotzdem knapp bemessen auch, ne? Also, ich hab die auf sehr schwer. In der gleichen Zeit doppelt so viel. Schon knackig. Schon knackig. Ich hab das für dich nicht geschafft. Auf sehr schwer würde ich die, glaube ich, nicht hinkriegen. Naja. Ja, dann müsstest du einfach mehr und mehr und mehr machen. Müsstest halt wirklich auf der ganzen Karte mal irgendwie hingucken. Und ich am besten irgendwie mittig aufbauen. Das ist auch scheißegal. Mach ich nicht. Ja, beim nächsten Mal kommt dann das hier. Die Karte sieht schon sehr geil aus, muss ich zugeben, weil die sehr offen ist. Du hast viel Baufläche und alle Ressourcen. Also da bin ich mal gespannt, wie geil das wird. Ich habe große Hoffnung. Sehr große Hoffnung hier drin. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.